Ja, wir haben heute eine sehr wichtige Sitzung zum Infektionsschutzgesetz. Wir werden für diesen Herbst, für die Pandemie sehr gut vorbereitet sein. Wir haben den gesamten Sommer an diesen Vorbereitungen gearbeitet. Die Vorbereitung konzentriert sich im Wesentlichen auf vier Bereiche. Wir werden sehr gute Impfstoffe haben, Impfstoffe, die auch angepasst sind für die Omikron-Varianten. Zum Zweiten, wir werden Medikamente haben, die gerade bei älteren Menschen und bei Menschen, die in Pflegeeinrichtungen versorgt werden müssen, sehr wirksam sind. Zum Dritten, wir haben zum ersten Mal gute Daten für die Pandemie. Wir haben einen Pandemieradar aufgebaut. Bekommen wir tagesaktuell die Fallzahlen, die Bettenkapazität, die belegbaren Betten, viele andere Daten dazu, auch Abwassermonitoring. Und wir haben ein wirksames Infektionsschutzgesetz, welches heute Nachmittag im Wesentlichen besprochen wird. Im Infektionsschutzgesetz ist vorgegeben, dass wir in Abhängigkeit von den Fallzahlen und der Entwicklung der Pandemie Maskenpflicht in den Innenräumen wieder einführen können. Wir können darüber hinaus also die Maskenpflicht, auch wenn das unbedingt notwendig sein sollte, außen verordnen. Wir werden in Bussen und Bahnen Maskenpflicht haben und wir werden darüber hinaus, auch wenn es notwendig ist, in Innenräumen Obergrenzen für diejenigen haben, die die Innenräume betreten, zum Beispiel in Restaurants oder bei Veranstaltungen. Somit haben wir ein gutes Portfolio. Ich glaube, dass damit die wenigsten gerechnet hatten, dass wir noch mal ein solches Portfolio von Maßnahmen ermöglichen können. Ich hoffe nicht, dass wir es benötigen werden in der Gänze, aber wir sind gut vorbereitet. Und daher bin ich froh, dass wir jetzt über diese Maßnahmen auch abschließend im Ausschuss beraten können. Kommen Sie in Frage, bitte schön, Herr Kollege. Ein Laufen über die Maskenpflicht im Flugzeug würde aller Voraussicht nach falsche Geschichte sein. Können Sie das einmal erklären und uns sagen, warum das in Flugzeugen, weil es ja, nicht mehr notwendig sein soll, dass man Maskenpflicht im Zug hat? Bei internationalen Flügen wird leider so gut wie keine Maske mehr getragen. Da sind die Maßnahmen gelockert worden. Die Lufthansa hat immer wieder vorgetragen, dass sie die Maskenpflicht in Flugzeugen nicht mehr umsetzen kann. Sie wäre nicht nur nicht mehr kontrollierbar, sondern auch nicht mehr also erzwingbar, nicht mehr umsetzbar. Daher haben wir davon Abstand genommen und reduzieren uns auf die Bereiche im Inland, wo das möglich ist. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Tragen von Masken in den Bussen und Bahnen sinnvoll und notwendig. Bei Flugzeugen ist die Lage etwas anders, weil durch die Filteranlagen in den Flugzeugen natürlich mehr Luftzirkulation herrscht. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass im Herbst die Fallzahlen stark steigen. Dann könnten wir als Regierung per Verordnung auch in den Flugzeugen die Maskenpflicht im Flugzeug wieder einführen. Nein, das ist keine Option. Es muss ja immer, ich sage mal, der Aufwand im Vergleich zum Ertrag gesehen werden. Und selbstverständlich ist es so, dass das Risiko, sich zu infizieren, in Bussen und im Bahnverkehr sehr viel höher ist als im Flugverkehr. Zum einen ist die Durchlüftung im Flugverkehr, also im Flugzeug, eine ganz andere. Zum Zweiten, Sie müssen auch überlegen, wie wenige Leute fliegen im Vergleich zu den vielen Menschen, die Busse und Bahnen nutzen. Somit also ist aus meiner Sicht also die Regel hier nicht vergleichbar. Und das ist auch von vornherein klargestellt gewesen, dass wir über die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen nicht verhandeln. Weitere Fragen? Ich handle immer der Sache angemessen und es ist klar, dass also so eine Verhandlung immer ein Geben und Nehmen ist. Was mir sehr wichtig war, wir haben ganz zum Schluss auch noch einmal durchsetzen können, dass das Schutzniveau in den Arztpraxen steigt, weil in den Arztpraxen jetzt auch die FFP2-Maske von den Patienten getragen werden muss. Das ist eine wesentliche Verbesserung. Somit ist das Schutzniveau mit der Länge der Verhandlungen, die wir geführt haben, immer besser geworden. Dafür bin ich der FDP, aber auch den Grünen sehr dankbar. Weitere Fragen? Noch? Nachfragen? Ja, eine Ergänzung. Also, die Maskenpflicht wird über die Länder geregelt, in Arztpraxen. Wenn da Zweifel stehen, kommt das Hausrecht ins Spiel. Warum muss das eigentlich im Bundes-, also warum muss das im Bundes-, einheitlich geregelt werden, weil es auch den Ländern und auch dem Hausrecht
Wir wollten als Bund sicherstellen, dass in den Praxen die FFP2-Masken von den Patienten getragen werden, insbesondere in den Wartezimmern. Das ist mir auch sehr wichtig, weil ich die Situation natürlich in den Praxen sehr gut kenne. Und ich weiß, dass es einfach nicht vertretbar ist, dass in Arztpraxen im Wartezimmer sich jemand infiziert, der möglicherweise auch noch besonders gefährdet ist. Von daher war mir dieser Punkt so wichtig, dass ich den bundeseinheitlich geregelt haben wollte. Und da ist mir die FDP zum Glück gefolgt. Dafür bedanke ich mich. Herr Minister, nur noch einmal kurz mit Blick auf Donnerstag, vielleicht mal so als Gesamtfazit, so ein bisschen ausgreifendes. Ist das dann der Schritt am Donnerstag? Ich meine, so eine Lesung, wo man dann sagen kann, ist jetzt gesetzgeberisch aus Ihrer Sicht auch mal in den nächsten Monaten nicht mehr zu tun? Ich glaube, wir sind sehr gut vorbereitet. Ich glaube tatsächlich, dass wir mit dieser Vorbereitung im Herbst die Pandemie im Griff haben werden. Das ist meine Überzeugung, weil diese Kombination, es sind schon viele geimpft, wir haben neue, bessere Impfstoffe, angepasste Impfstoffe, die Medikamente sind da, sie müssen nur mehr eingesetzt werden. Der Pandemieradar lässt ein viel schnelleres Handeln erwarten. Wir haben also die Maskenpflicht in den Innenräumen sogar zur Not draußen und wir können also Obergrenzen in den also Innenräumen verhängen. Das ist schon also ein relativ komplettes Paket, was weit über das hinausgeht, was viele unserer Nachbarländer haben. Und wir sind auch relativ vorbereitet. Also nichts von dem, was ich gerade benannt habe, muss noch also erfunden werden, sondern alles ist schon mit Hochdruck in Vorbereitung und kann genutzt werden. Ich glaube, dass das Parlament dem, was wir heute hier im Ausschuss beschließen werden, zustimmt. Da bin ich sehr zuversichtlich. Und wie gesagt, wir haben eine lange und gute Debatte gehabt. Für das, was wir jetzt beschließen, haben die betroffenen Parlamentarier, aber auch das Bundesgesundheitsministerium den ganzen Sommer gearbeitet. Und ich glaube, dass wir auf dieser Grundlage auch zum Abschluss kommen werden am Donnerstag. Wenn die Fallzahlen nicht stark steigen, dann ist das ein Problem, was sich nicht stellt, weil dann werden tatsächlich die Masken in den Innenräumen auch nicht diese Rolle spielen. Wenn die Fallzahlen aber wieder steigen, dann steigt auch die Bereitschaft, die Maske zu tragen. Somit glaube ich, ist das alles also durchdacht in dem Sinne. Das ist ja jetzt keine Muss-Anwendung, sondern eine Anwendung, wenn der Bedarf da ist. Und ich glaube, dass es gut sein kann, dass der Bedarf da ist. Aber dann sind die Deutschen doch in der Regel bereit, sinnvollen und gut begründeten Maßnahmen zu folgen. Letzte Frage mit Blick auf die Zeit. Gesundheitsausschuss startet jetzt. Frau Stickermann. Das haben wir beseitigt. Diese Regel war nicht sinnvoll, weil es wird bedeuten, dass die Kinder erst wieder zur Schule kommen, wenn sie beim Kinderarzt oder beim Hausarzt gewesen sind. Jetzt genügt ein Selbsttest. Ich glaube, das kann man den Eltern zutrauen, dass sie einen solchen Test zuverlässig und auch gut durchführen. Somit ist der Arztbesuch da nicht mehr vorgesehen. Da haben wir nach den Beratungen im Ausschuss haben wir unsere Position verbessert. Herzlichen Dank.